Hallo Leute, ich glaube, aus der Perspektive haben wir uns lange schon nicht mehr gesehen. Aber nachdem es jetzt November ist und es langsam so kalt ist, dass ich nicht mal draußen filmen kann, muss ich halt jetzt wieder nach drinnen und ich bin gerade dabei, einige Videos zu drehen und ein paar Sachen nachzuarbeiten und Sachen nachzuholen. Und deswegen bin ich jetzt einfach in diesem Setting. Ich hoffe, dass ihr das einigermaßen so gut sehen könnt, was ich jetzt euch alles zeigen will. Und wie ihr im Titel schon gelesen habt, möchte ich einfach so eine Art Period-Vlog und Whatever This Month und ich packe meinen Rucksack und nehme mit für den Monat August machen. Ich habe ja im Mai schon mal so eine Zusammenfassung gemacht und das mache ich im August jetzt auch. Und warum, das erkläre ich euch gleich. Aber zuerst zu den Randfakten sozusagen, also die Daten. Also meine Periode im August war vom 18. bis zum 22. und war also 5 Tage lang. Und meine letzte Periode davor war vom 24. bis zum 29.7. Und dazwischen waren nur 25 Tage, was für mich relativ unnormal ist. Aber ich weiß auch, warum das so war, denn ich war vom 3. bis zum 27. August unterwegs mit Pfadfinder, wie ich es eigentlich in jedem Sommer bis jetzt war. Und ja, wir waren in der Türkei, in Armenien und in Georgien, was ich auch in einem anderen Video schon mal erzählt habe, im Update-Video, glaube ich. Und da laufen wir den ganzen Tag. Also wir sind mal irgendwo zu Besuch und helfen zum Beispiel mit, um die Räumlichkeiten sauber zu machen oder was weiß ich. Aber wir sind den ganzen Tag aktiv und ich habe schon öfter oder immer festgestellt, dass ich dann meine Tage ungefähr eine Woche, 5 Tage früher habe. Und das war diesmal halt auch so. Und deswegen konnte ich eigentlich gut damit rechnen und ich habe sie auch meistens dann einen Tag kürzer als normal. Ja, und ich habe auch schon gemerkt, dass ich meine Tage immer dann bekomme, wenn ich mit Pfadfinder unterwegs bin. Egal, ob das im Sommer ist, egal, ob das an Pfingsten ist, egal, ob ich einfach so random eine Woche mit Pfadfinder unterwegs bin. Ich habe immer meine Tage. Ich habe das mal durchgerechnet. Ich war insgesamt 17 Wochen mit Pfadfinder unterwegs und 7 Wochen davon hatte ich meine Tage. Also ich glaube, ich bin inzwischen Expertin damit, wie ich damit am besten umgehe. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr meine anderen Videos dazu noch nicht gesehen habt. Ich bin dann quasi wirklich absolut in der Wildnis unterwegs. Also wir zelten jeden Tag an einem anderen Ort, nicht auf einem Campingplatz, sondern halt in den Bergen. Und man sucht sich dann halt seine Toilettenplätze, was für mich auch bedeutet, dass ich halt meine Tasse da leere und wieder einsetze und so weiter. Und ich zeige euch kurz, was ich dabei hatte. Also ich hatte diese Tasche und ihr seht, die ist ziemlich dreckig. Da habe ich auch gleich eine, finde ich, relativ lustige Geschichte zu erzählen. Aber auf der anderen Seite auch nicht ganz so lustig. Und in der Tasche hatte ich eine Rolle Klopapier und noch eine andere mit dabei, weil für 3 Wochen braucht man mehr als eine Klopapierrolle. Dann hatte ich wie immer diese 4 Binden dabei. Die sind von Gaia Pads und eben 2 grüne, 2 lilane. Ich hatte früher mal nur 3 dabei, aber ich nehme jetzt inzwischen lieber 4 mit, weil so schwer sind die nicht. Und ja, das rentiert sich einfach, weil es oft nicht so gute Möglichkeiten gibt, die zu trocknen. Und deswegen, ja. Genau, und da ist mir auch passiert, dass eine von den lilanen, ich weiß jetzt nicht mehr gerade, welche das ist, aber mir ist der Snap bei einer rausgegangen. Also ja, aber glücklicherweise habe ich immer beide Teile vom Snap gefunden und konnte die wieder einsetzen. Deswegen finde ich jetzt auch gerade die Stelle nicht, weil ich die einfach wieder zusammen gemacht habe. Aber jedes Mal, wenn ich die zusammengeklippt hatte, hatte ich das eine Teil vom Clip dann hier dran und das andere war dann in meiner Wetbag drinnen. Und da musste ich immer voll aufpassen, dass ich das nicht verliere, vor allem beim Waschen nicht. Und ja, die Binde kann ich dann eigentlich mehr oder weniger wegtun oder ich weiß nicht, zumindest nur zu Hause verwenden, weil ja, ohne Snap wird es schwierig und der hält einfach nicht mehr perfekt. So, genau, das waren meine 4 Binden, damit bin ich gut zurechtgekommen.
Ich habe sie dann halt immer mit der Hand gewaschen und ich glaube, ich habe in meinem Mai-Period-Vlog schon erzählt, dass ich dann so den Trick hatte, wenn die nicht trocken geworden sind, habe ich die in mein Mikrofaser-Handtuch reingetan und in der Nacht mit in den Schlafsack genommen, um sie zu trocknen, weil ja, manchmal sind sie sonst einfach nicht trocken geworden. Also so ein kleiner Überlebenstipp. Und dann hatte ich 2 Cups dabei mit dem Täschchen dazu, was ich jetzt gerade nicht hier habe. Und die sind gerade ziemlich fusselig, weil ich die halt jetzt hier mit runtergenommen habe. Das heißt, einfach nicht so genau hinschauen. Und kurz dazu. Das sind beides Lunette-Cups. Und ich habe in meinem Island- bzw. Mai-Period-Vlog erzählt, dass ich die blaue dabei hatte und den Organic-Cup. Und dass ich damit nicht so richtig klargekommen bin. Deswegen dachte ich mir jetzt, warum versuche ich ständig andere Tassen, wenn ich mit der Lunette eigentlich so gut zurechtkomme, dass ich die immer benutze? Und dann bin ich zu der Conclusion, also zu dem, wie nennt sich das, zu dem Fazit gekommen, dass ich mir einfach nochmal die Lunette bestellen sollte. Habe ich gemacht, war zum Glück rechtzeitig da. Den Stiel habe ich noch nicht abgeschnitten, obwohl ich es eigentlich schon müsste, weil ich einfach so die Idee im Kopf habe, dass wenn ich mal ein Video zu der Lunette, also es ist beides die Lunette 2, wenn ich mal ein Video dazu machen will, dann habe ich eine unversehrte Lunette sozusagen. Und deswegen habe ich das so gemacht, ich hatte tagsüber immer die blaue drin, nachts immer die weiße und dann hat mich der Stiel auch nicht gestört und habe dann halt immer gewechselt. Und das funktioniert sehr gut. Ich bin mit der Lunette absolut zufrieden. Ich habe eigentlich nichts zu meckern. Und deswegen habe ich mir die einfach nochmal gekauft. Und die habe ich jetzt wesentlich günstiger bekommen als die. Die habe ich auf der Original-Webseite gekauft. Die habe ich in einer Online-Apotheke auf eBay gekauft. Und man kann dadurch viel sparen. Aber bei der, also ich bereue es nicht, dass ich es auf der Original-Webseite gekauft habe, weil das war mein erster Cup. Und da war ich mir total unsicher, welche Quellen sozusagen sicher sind und deswegen habe ich es einfach auf der Original-Webseite bestellt und da kann man sich einfach immer sicher sein, dass man genau diesen Cup bekommt und ich konnte mir da die Farbe auswählen, hier nicht, aber das hat mich jetzt relativ wenig interessiert und deswegen großer Preisunterschied, obwohl selbe Tasse, aber ja, nur das am Rande. So. Es gibt auch noch ein Haul-Video irgendwann dazu, wenn ich mal in meiner Liste weitergekommen bin. Jetzt aber zu der Wetbag. Also, ich habe nämlich, als ich losgefahren bin, ich glaube, ich habe das in einem anderen Video schon mal gezeigt, dass die Wetbag Löcher hatte. So, dann dachte ich mir, okay, das ist echt nervig, wenn die Löcher hat. Also habe ich das einfach mit der Hand und einem weißen Faden einfach nochmal genäht und die hatte dann keine Löcher mehr. So. Also das ist wirklich eine richtig dumme Geschichte. Jetzt hat sie nämlich wieder ein Loch. Okay, passt auf. Das ist jetzt quasi der allerbeste Inhalt des ganzen Period-Vlogs. Storytime, kann ich mal dazu sagen. Also, wir waren an einem Zeltplatz. Also wir haben unser Zelt aufgestellt in der Nähe von so einer Art Nomadenfamilie. Also ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber es ist einfach eine Hirtenfamilie gewesen, die auch in so provisorischen Häusern, Zelten gewohnt hat. Also ich glaube, sie hatten so eine Art altes Auto, alten Bus oder so, wo sie drin geschlafen haben und halt so mit schweren Planen so große Zelte zum Kochen und so weiter. Und die hatten eine Schafherde und ich glaube 5 Schäferhunde oder so. Und in der Nähe gab es Wasser und deswegen haben wir da halt außer Sicht von denen geschlafen. Und zum Beispiel sind am Abend auch noch die beiden Kinder von denen, die beiden Jüngsten, zu uns gekommen, haben sich mit ins Zelt gesetzt und wir haben Abend gegessen. Sie wollten leider nichts essen, weil sie wahrscheinlich auch nicht durften, aber war in Ordnung. Und ja, das war eigentlich voll das schöne Erlebnis und dann, ja, in der Früh bin ich auf Klo gegangen, hatte meinen Klobeutel dabei und dann bin ich ein bisschen zu spät gekommen und dann habe ich meinen Beutel einfach etwas weiter vom Zelt liegen lassen, wo eine andere ihre Wäsche aufgehängt hatte. Also wir haben so Wanderstecken dabei, die hat sie in die Erde gesteckt und dann halt ihre Kleidung da drüber gemacht. Dann habe ich meinen Beutel eben damit hingelegt.
So, wir waren alle außerhalb des Zeltes und dann kommen die 5 Schäferhunde von den Hirten oben vorbei. Die haben wohl andere Hunde gewittert, die in der Nähe waren von der nächsten Familie und kamen dann halt alle da an uns vorbei und sind schnurstracks da hingelaufen. Und dann sind sie wieder umgedreht und ich habe gesehen, dass sie halt zu der Wäsche hingelaufen sind. Und ich dachte mir so, oh Gott, hoffentlich nehmen die jetzt nicht die Wäsche mit, das wäre ja total blöd. Und dann habe ich ein bisschen länger hingeschaut und irgendwann hat ein Hund meinen Klobeutel im Maul gehabt und weggetragen. Und dann bin ich hinterher. Aber die anderen Hunde sind dann auf mich zu und haben schon so ein bisschen drohend geschaut. Und dann wusste ich nicht so genau, soll ich mich jetzt irgendwie mit denen auseinandersetzen oder lasse ich einfach meinen Klobeutel sein und begebe mich nicht in Gefahr. Und der Hund, der den Klobeutel im Maul hatte, der sah eigentlich gar nicht so aggressiv aus. Und die anderen waren auch eher so in der Lauerstellung. Und dann bin ich doch ein bisschen näher zu denen hin und denen hinterhergelaufen. Aber wahrscheinlich der Leithund oder ich weiß nicht, einer von denen jedenfalls, hat dann angefangen zu bellen und mich so ein bisschen, wütend ist übertrieben, aber etwas warnend angeschaut. Und dann dachte ich mir, okay, ich möchte es nicht alleine mit 5 Hunden aufnehmen und habe einfach den Hund mit meinem Klobeutel laufen lassen. Und dachte mir so, oh Mann, ich habe da alles drin, was ich für meine Periode brauche. Ich habe meine beiden Tassen drin, mein Klopapier und meine Binden. Das heißt, wenn ich jetzt meine Tage bekomme, habe ich keine Chance. Entweder muss ich jemand anderes nach Tampons fragen, oder ich habe Pech. Und vor allem das Ding ist ja, wir sind 3 Wochen unterwegs in der Pampa. Das heißt, wenn andere Mädels ihre Tampons dabei haben, dann haben die vermutlich nur so viele, wie sie wirklich brauchen und vielleicht 1 oder 2 extra. Und ich brauche schon ein paar Tampons, um durch meine Periode durchzukommen. Und dann dachte ich, habe ich leicht Panik gekriegt. Also irgendwann habe ich echt ein großes Massaker im Schlafsack, wenn ich jetzt meine Tassen nicht wieder zurückbekomme. Und dann dachte ich mir, ja, okay, also ehrlich gesagt ist das auch voll der große Wertverlust in Anführungszeichen. Also alleine alles, was in dieser Tasche drin war, war so an die 70 Euro wert. Aber okay, das war jetzt nur so eine Nebensache, aber das ging mir halt auch so durch den Kopf. Boah, 70 Euro, die Tasse habe ich mir gerade erst neu gekauft und ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich meine Periode kriege und mein Beutel weg ist. Also wäre da nur Klopapier drin gewesen, mei, das wäre mir total wurscht. Aber da sind halt wirklich meine Sachen drin, die ich für die Menstruation brauche. Und wenn ich die nicht habe, ich war mir 100% sicher, ich kriege meine Periode. Das heißt, ich wäre halt am A gewesen. So, ja, dann dachte ich mir so, okay, also ich habe jetzt die Wahl, dass ich denen hinterhergehe und schaue, wo das ist, oder ich habe halt Pech. Also Pech ist natürlich keine Option. Also bin ich erstmal die Strecke bis zu kurz vor deren Siedlung sozusagen hingelaufen, der Strecke hinterher, wo die Hunde gegangen sind, habe nichts gefunden. Und dann dachte ich mir, okay, also ich könnte ja bei der Familie danach fragen, ob ihre Hunde irgendwas gebracht haben oder ob sie den Beutel irgendwo gesehen haben. Und habe dann noch jemand anders mitgenommen, weil ich nicht alleine dahin wollte. Und ja, auf dem Weg sah man dann irgendwo schon so ein hellgelbes Stückchen. Und das war tatsächlich mein Klobeutel. Etwas dreckiger als jetzt. Also ich zeige ihn mal in der vollen Pracht, wenn man das sehen kann. Ich habe ihn schon mal provisorisch mit der Hand ausgewaschen, weil ja, ich konnte ihn ja nicht die ganze Zeit so dreckig mitnehmen. Und hier ein kleines Bissloch. Die haben das wohl als Spielzeug verwendet. Und ja, aber ich war so glücklich, dass ich den überhaupt wieder habe. Auch wenn er halt dreckig war und ein bisschen voll sapper. Aber jedenfalls musste ich nicht die Familie nach meinem Beutel fragen, sondern habe ihn auf dem Weg gefunden und war absolut erleichtert und oh, das werde ich nie wieder vergessen. Nie wieder werde ich diese Situation vergessen. Und deswegen wollte ich das euch mitteilen, weil ich, also jetzt im Nachhinein finde ich es einfach total witzig. Also muss ich drüber lachen. Aber in der Situation hat mein Herz schon ein bisschen gepocht, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott.
Aber ja, ich habe ihn wieder und kann ihn wieder nähen. Ich habe übrigens noch mehr solche Verluste von Sachen, die ich nähen muss. Ich habe ja schon mal ein Video zu meinem Schlafsack gemacht. Bei dem Schlafsack habe ich auch zwei Löcher. Dann habe ich so ein Hemd, da ist so eine Schulterklappe dran. Die Schulterklappe ist abgerissen. Und ich hatte, glaube ich, noch irgend so einen Nähfall. Aber ja, also genau, bei meinem Rucksack ist so ein, also das ist, hat natürlich so einen Hüftgurt, weil ich so einen riesen Rucksack habe. Und da ist auch so ein Stück richtig abgerieben, wo man schon die nächste Schicht sieht. Da muss ich auch mal drüber nähen, damit es nicht weiter aufreißt. Ja, also einige Verluste erlitten. Aber gut, es ist nochmal alles gut gegangen. Und ja, während meiner Periode, wie gesagt, war alles easy. Ich habe keine Krämpfe gehabt. Ich habe meine Cups unproblematisch wechseln können. Ich habe auch meistens, ja, immer eigentlich einen geeigneten Platz gefunden, um meine Cups zu wechseln. Und ja, also es ging schon irgendwie. Ich weiß nur immer nicht so genau, weil wenn ich ja meinen Cup ausleere, dann ist ja da ein Blutklumpen sozusagen oder wie man das auch nennen soll, auf dem Boden. Man sagt ja, dass Menstruationsblut eigentlich voll der gute Dünger ist, aber ich habe schon immer irgendwie voll das schlechte Gefühl, das da einfach so liegen zu lassen. Ich weiß nicht, versteht ihr, was ich meine? Wahrscheinlich ist kaum jemand von euch mal in dieser Situation gewesen. Aber das kommt mir immer irgendwie ein bisschen komisch vor. Ich meine, gut, ich lasse auch meine anderen Hinterlassenschaften da, aber naja, gut. Das soll es mal für den August gewesen sein. Ich habe jetzt relativ wenig über meine Periode direkt geredet, weil, wie gesagt, eigentlich alles ziemlich glatt gelaufen ist. Und deswegen halt eine nette Story nebenbei. Aber ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann eben einen Daumen nach unten und erklärt mir bitte, wieso nicht, damit ich mich in Zukunft weiterhin verbessern kann. Schaut auch voll gerne in meiner Facebook-Gruppe vorbei. Da kann man immer noch ein bisschen so privater miteinander reden. Oder schaut auch mal bei Instagram vorbei. Da poste ich auch immer mal wieder Bilder, die jetzt nicht so was mit Periode zu tun haben. Auch, aber nicht nur. Also auch ein paar Eindrücke von meinen Reisen und so. Da würde ich mich auch voll freuen, wenn ihr mir da folgen würdet. Und dann habt ihr wie immer hier an der Seite noch zwei alte Videos von mir, die ihr euch gerne anschauen könnt. Und auf der Seite ist mein Profilbild zum Abonnieren. Beides würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch in einem meiner nächsten Videos wieder. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Und tschüss!